Ja, hallo, heute zeige ich euch, wie man so kleine süße Eulen häkeln kann. Unterschiedlich verwendbar im Anschluss als zum Beispiel Schlüsselanhänger oder anteilig für Mobiles oder was auch immer. Hierfür benötigt ihr natürlich eine kleine Schere, Wollnadel. Häkelnadel habe ich hier der Stärke 3,5 und Acrylgarn in den unterschiedlichsten Farben, also einmal die Hauptfarbe für die Figur, dann eine Kontrastfarbe habe ich hier ein etwas dunkleres Blau, Gelb für den Schnabel, Weiß für die Augen, Sicherheitsaugen in Schwarz, ja hier für die Größe 8 mm und natürlich Füllwatte und dann kann es auch schon losgehen. Wir beginnen erstmal mit diesem Weißen in den Augen, was wir jeweils dann zweimal insgesamt häkeln. Und hierfür nehme ich erstmal eine Masche auf die Nadel auf und häkel dann insgesamt 4 Luftmaschen. Und schließe das mit einer Kettmasche zu einer Runde, dann eine Luftmasche. Und in diese Runde hinein häkel ich dann insgesamt 8 feste Maschen. Und schließe das dann am Ende auch mit einer Kettmasche in die Anfangsmasche hinein, damit diese Runde dann geschlossen ist. Das will hier gerade nicht so gut. So, dann wird es halt gezwungen, mehr oder weniger. Und am Ende einen etwas längeren Faden lassen, so circa 30 cm, weil es dann eben noch angenäht wird an den Körper später. Hiervon also insgesamt erst einmal 2 Stück häkeln. Am Ende, also auf der Rückseite, wird das Fadenende oder dieser Anfang vielmehr so ein bisschen vernäht, so hineingefädelt mit der Wollnadel und dann abgeschnitten, damit man das nicht mehr sieht. Und dann können wir gleich übergehen zum Körper. So, nachdem du nun die Augen oder beziehungsweise den weißen Hintergrund fertig gehäkelt hast, gehen wir über zu dem Kopf beziehungsweise Kopfkörper, was ja alles in einem ist. Und wir beginnen, wir arbeiten von unten uns nach oben durch quasi. Und also hier ist dann quasi der Anfang. Und den machen wir, indem wir in einen Fadenring 6 feste Maschen häkeln. Dann zuziehen und jede Masche wird dann in Runde 2 verdoppelt. Das bedeutet, in jede Masche 2 feste Maschen hineinhäkeln. Dann fehlt mir jetzt hier ein Markierungsfaden, den ich mir schnell abschneide. In Runde 3 lege ich den nämlich immer ein, damit ich weiß, wo die Runde aufhört und wo die nächste Runde beginnt. Kann man normalerweise auch schon in Runde 1 machen, bevor man den Fadenring zuzieht, aber ich mache es wie gewöhnlich immer in Runde 3, weil es mir sonst zu viel Fummelei ist. Und in Runde 3 häkelt ihr eine feste Masche und dann die zweite verdoppeln. Eine feste und dann die zweite verdoppeln. Wird natürlich alles in festen Maschen gehäkelt, aber ich sage dann immer eine feste
und dann die andere eine Doppelmasche quasi. So, und in Runde 3 bis einschließlich Runde 7 wird ohne weitere Zunahmen, insgesamt sind das jetzt 18 Maschen, durchgehend 18 feste Maschen gehäkelt, ohne dass man etwas Besonderes beachten muss, einfach ganz normal 18 feste Maschen häkeln in Runde 4 bis einschließlich Runde 7. So, ich habe mich jetzt schon mal vorgearbeitet und bin jetzt in Runde 8 und hier häkel ich bis zum Rundenende 2 feste Maschen und eine doppelte Masche. Wieder 2 feste und eine doppelte. Dann sind wir am runden Ende bei insgesamt 24 Maschen. Und in Runde 9 bis 13, einschließlich 13, werden nur 24 feste Maschen durchgehend gehäkelt, ohne weitere Zunahmen. Und so gehen wir quasi über vom Kopf in den Körper, der ja so ein bisschen rundlicher eben noch ist als oben der Anfang. Und wenn ihr dann soweit seid, dann geht's weiter. Ja, und wenn ihr dann soweit seid und auch die Runde 13 fertig gehäkelt habt, zieht ihr mit der Nadel die letzte Masche etwas herauf, damit sie nicht aufgeht und das bisher geribbelte, gehäkelte aufgeribbelt wird. Es geht jetzt darum, dass wir die Augen befestigen und auch dann den Schnabel sticken mit der Wollnadel. Ihr nehmt eins von diesen weißen Umrandungen und steckt das schwarze Sicherheitsauge hindurch und dann nehmt ihr diesen Kopfkörper. Und hier seht ihr ja diese Rillen und ihr beginnt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und in die sechste Runde oder Reihe steckt ihr dann das Sicherheitsauge hindurch und dann kommt die Verschlusskappe drauf. Das gleiche macht ihr dann im Anschluss auch noch mit dem anderen Auge natürlich, aber bevor ihr das andere Auge feststeckt, seht ihr hier, dass es so ein bisschen absteht. Und so sollte es nicht bleiben. Das sollte so ein bisschen flacher sein. Und deshalb habe ich hier ja etwas längeren Faden gelassen, fädel den durch die Wollnadel und nähe dann nochmal so einmal rundherum das Ganze ein bisschen fest, stecke hier durch die letzte Runde und dann immer hindurch, quasi immer nach oben und wieder nach unten und wieder nach oben und nach unten fädeln, also einfach ganz schlicht, ohne jetzt einen ganz besonderen Stich zu können. Das kann jeder. Im Grunde genommen. So, und dann bin ich wieder hier. Stecke es wieder hier durch und so weiter und so weiter und dann einmal rundherum und auf der Innenseite dann den Faden verknoten und dann eben das zweite Auge feststecken und dann können wir uns schon um den Schnabel kümmern. So, ich bin in der Zwischenzeit mit den Augen fertig und jetzt kümmern wir uns um den Schnabel, der gestickt wird bei diesem Modell und ich halte es so, dass ich ungefähr so zwei Runden unter den Augen in der Mitte zwischen den Augen
also circa Pi mal Daumen, dass das so mittig gehalten ist. Manchmal ein bisschen schwierig, weil die Maschen ja auch ein bisschen versetzt sind. Unten einsteche. Und hierbei halte ich dann das Fadenende fest. Sollte nicht zu kurz sein. Brauchen das später noch, um die Enden zu verknoten. Und halte es dann so, dass ich so ein bisschen diagonal hier oben einsteche und dann wieder in der Mitte da unten rauskomme. Und das gleiche auf dieser Seite auch. So circa. So, und den Rest füllen wir jetzt einfach aus durch einzelne Stiche. So lange, bis der Schnabel komplett ausgefüllt ist und man kein Blau mehr im Untergrund sieht. So, mit ein paar wenigen Stichen ist das schon erledigt. Und dann verknote ich hier auf der Innenseite die Fadenenden. Und kann dann auch, damit das nicht zu lang ist und nicht so viele lange Fäden hier runterbaumeln und nachher stören, abschneiden. Und dann geht es weiter in den nächsten Häkelschritten. Jetzt geht es nämlich schon darum, die ersten Abnahmen zu häkeln. Und wir beginnen mit einer Abnahme. Das bedeutet, zwei feste Maschen zusammen abmaschen und dann zwei feste Maschen häkeln. Wieder eine Abnahme, also zwei feste Maschen zusammen abmaschen und zwei feste Maschen häkeln. Eine Abnahme und zwei feste Maschen. Und wenn wir diese Runde jetzt beendet haben, ziehe ich die Nadel erstmal nochmal raus und fülle den Körper jetzt schon einmal mit Watte. So, und dann geht es darum, die nächste Runde zu häkeln, wenn schon der Körper ordentlich ausgestopft ist mit Watte. Und zwar häkeln wir jetzt immer im Wechsel eine Abnahme und dann eine feste Masche, eine Abnahme und eine feste Masche. Wenn ihr nach dieser Runde, wenn ihr die abgeschlossen habt, feststellt, da muss noch ein bisschen Watte nachgestopft werden, ist nach dieser Runde noch die Möglichkeit dazu, danach nicht mehr. Beziehungsweise es wird dann schwierig. Ich stelle fest, meine Eule hat genug Watte drin. Und deshalb häkle ich jetzt die letzte Runde, wo alle Maschen
zusammen zu zweit abgemascht werden. Das heißt, 6-mal eine Abnahme, 6-mal zwei feste Maschen zusammen abgemascht. Kann der Markierungsfaden rausgezogen werden. Zum Abmaschen häkle ich hier eine Kettmasche und eine Luftmasche und schneide ein bisschen längeren Faden ab, nicht allzu lang. Geht nur darum, dass wir dann gleich noch hier unten die Öffnung zunähen mit der Wollnadel. Einfach unten ein paar Stiche, sodass die Öffnung verschlossen wird. Einmal kreuz und quer. Ich steche meistens so diagonal immer rein oder hindurch, dass sich das kreuzt. Und so ist die Öffnung unten ganz schnell verschlossen. Dann einen Doppelknoten. Und den Faden noch mal so ein bisschen einarbeiten, vernähen. Und dann kann er abgeschnitten werden. Und wir gehen zum nächsten Schritt über. Nun geht es darum, dass wir hier die Pinsel oben machen. Und hierfür nehmen wir pro Seite ca. 20 cm Faden. Ich schneide meistens beide zeitgleich ab, indem ich sie doppelt nehme. So haben wir zwei Fäden, ca. 20 cm, legen die nochmal doppelt und schneiden auch ab in der Mitte durch. So haben wir schon für beide Seiten rechts und links die Fäden, so circa 10, 12 cm, können auch 15 sein, umso besser. Ist für den Anfang vielleicht auch leichter. Und dann gehe ich hier an der Seite, in die zweite Runde. Also hier oben ist ja die Mitte, wie ihr seht. Die erste Runde, dann hier in die zweite Runde, so seitlich. Und ziehe beide Fäden gleichzeitig hindurch und ziehe so eine Schlaufe. Und fädel alle Fadenenden dadurch und ziehe fest an. Und dann habe ich schon die Pinsel. Ich mache das gleich auf der anderen Seite auch. Da gehe ich dann natürlich anders vor oder von der anderen Seite. Hier so durch, damit die gleichermaßen gewickelt sind oder gefädelt sind, schneid die dann gleich auf die angemessene Größe ab und dann geht es im nächsten Schritt an die Flügel. So, die Flügel werden auch in der Kontrastfarbe gearbeitet, hier in dem Mittelblau oder Jeansblau. Und hierfür nehme ich eine Masche auf die Nadel auf. Und häkel insgesamt 6 Luftmaschen. Bei diesem Schritt wird auf beiden Seiten gearbeitet, das heißt erstmal auf dieser Seite. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass sich das automatisch dreht und wir dann auf dieser unteren Seite zum Schluss weiterarbeiten. Wir beginnen jetzt erstmal mit 3 festen Maschen. Dann ein halbes Stäbchen und in diese letzte Masche, die hier am Reihenende noch übrig bleibt, häkeln wir insgesamt 6 halbe Stäbchen hinein.
Wenn sich die Masche hier so ein bisschen löst und lockert, macht nichts. Ihr habt ja hier das Fadenende und damit könnt ihr das wieder zusammenziehen. Und dieses Fadenende häkel ich jetzt auch auf dieser Seite mit ein. Wie ihr seht, hat sich das ja schon automatisch gedreht oder ich habe hier mitgedreht und bin jetzt auf der Unterseite angekommen oder das, was vorher die Unterseite war. Und häkel jetzt quasi das, was ich eben angegeben habe, rückwärts. Das heißt, ein halbes Stäbchen und dann drei feste Maschen. Zum Abmaschen häkel ich hier eine Luftmasche und nehme etwas längeren Faden, weil damit dann auch gleich noch angenäht wird an den Körper. Das kann man dann immer gut ausnutzen und verbinden. Da das Fadenende hier mit eingehäkelt wurde, das am Anfang, dieser Fadenanfang, kann ich den hier mit abschneiden, weil den brauchen wir dann auch nicht zu vernähen. Und damit hier noch so eine kleine Flügelspitze am Anfang entsteht, mache ich so, dass ich hier unten, also hier ist ja dieses rundliche, dieses Oberteil, und hier nähe ich quasi mit ein bis zwei Stichen unten diese Spitze ein bisschen zusammen und ziehe das sehr eng. Und so habe ich quasi dann diese Spitze unten und kann es dann am Körper annähen. Und so wird dann natürlich auch die andere Seite, der zweite Flügel, gehäkelt und kann dann eben angenäht werden. Und dann ist die Eule auch schon fertig.